Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin wie immer live auf meiner verhüllten Baustelle für euch mit einem neuen Videotagebuch. Ja Leute, es ist schon wieder Samstag, diese Woche war wieder einiges los. Erstmal Wetterkapriolen, deswegen seht ihr, ich musste das Ganze hier noch so ein bisschen extra sichern, dass mir hier die Planen nicht noch wegfliegen und so weiter. Dann gibt es noch ein bisschen was zu feiern, da kommen wir gleich noch drauf. Und ja, ansonsten, was habe ich gemacht? Ein bisschen Knochenarbeit, die Protonenschale, der Steinhaufen wird immer größer drin. Und ich kriege schon wieder Schweißbänder auf den Stirn, weil ich nicht weiß, wohin mit dem ganzen Zeug. Naja, so viel dazu. Ich laber nicht lange und wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ja, und dann steigen wir wieder ein, hier oben an meiner schönen Protonschale. Unser guter Vergangenheitsfachwerker, der hat das ja alles soweit vorbereitet, aber ja, bevor es dann an die schwierigen Arbeiten ging, hat er ja lieber Feierabend gemacht, der faule Lump. So, und so blieb es dann wieder am Gegenwartsfachwerker hängen. Naja, so, ich schnapp mir jetzt die Makita und leg da los. Wie man sieht, so, ich sag mal, so das Schwierigste ist eigentlich so diese oberste Reihe oder die obersten zwei Reihen, weil du da halt mit der Makita dann so über dem Kopf arbeiten musst, das ist dann schon echt anstrengend. Und ja, ansonsten geht es aber eigentlich ganz gut an der Stelle. Also ich weiß nicht, ob es bei mir jetzt so ein bisschen die Übung ist. Und da ich es ja nun schon ein paar Mal gemacht habe hier mit den Dingern, aber die kriegst du eigentlich ganz gut ab da, ne? Also da kann ich nicht meckern. Wo ich jetzt gucke, oder ihr seht es ja, da habe ich jetzt eine Stütze, wo ich jetzt gerade am Gange bin. Das sind immer die jeweilig, die Hauptbalken praktisch, die da rüber gehen, die also wirklich die Hauptlast eigentlich tragen da. Und uns war nicht so ganz klar, wie sie das da verferkelt haben, ob da eventuell noch die Dinger praktisch wirklich irgendwie mit dieser Protonschale noch irgendwas da Lasten übertragen oder so. Deswegen stelle ich da vorsichtshalber die Stützen drunter. Ich habe ja schließlich jetzt wieder welche und sicherheitshalber, ne? Also lieber wieder eine mehr als zu wenig, ihr kennt das Spiel und wenn da nichts übertragen wird, ist gut, ne? Dann kannst du die Stützen später wieder wegnehmen, wenn du sie nicht mehr brauchst, aber erstmal eine drunter stellen und gucken, was passiert, ne? Das ist immer das Gebot der Vorsicht sozusagen. Ansonsten steht die Schale da eigentlich nur im Raum, also die hat da jetzt nichts zu tragen, keine tragende Funktion, die ist ja unten auch nicht richtig gegründet da auf diesem Rest von der Bodenplatte und so von der alten. Also von daher ist das wirklich nur eine Vorsatzschale gewesen. Der Vorteil ist, die hat tatsächlich einen gewissen Abstand zum Fachwerk, also so 10 bis 15 Zentimeter, das ist gar nicht schlecht. Das, denke ich auch, wird dem Fachwerk mehr oder weniger so ein bisschen den Arsch gerettet haben hier, dass das eben jetzt nicht noch schlimmer aussieht. Also das ist wirklich von innen, sieht das eigentlich ganz gut aus. Ne? Da kann ich mich also nicht beschweren, ist ganz okay und ist auch bis auf vielleicht einige Gefache, wo halt irgendwelche Steine einfach reingezimmert wurden, die sie gerade hatten, sieht das eigentlich auch bisher gar nicht schlecht aus, aber naja Leute, ihr wisst ja, ne, nicht den Tag vom Abend loben, da kommt ja noch einiges, ich mache ja gerade erst hier die ersten Meter, ne? So. So, hier sieht man nächste Stütze, das ist jetzt wieder der nächste Hauptbalken, ne? Das ist immer jeder zweite, ist da nur so zwischengelegt noch, das sind immer so 2 Meter Enden und jeder zweite, jetzt wo ich die Stützen drunter ballere, das sind eben die großen Balken, ne? Und da haue ich immer die Stütze drunter, für den Fall der Fälle, nicht, dass das irgendwo noch Knack sagt, weil, wer sich erinnert, da oben die Gaube, die steht ja auch so ein bisschen zurück, also die Gaube steht auch irgendwie auf diesen Deckenbalken. Und es ist natürlich unglaublich schwierig, jetzt abzuschätzen, wie schwer diese Gaube da oben steht und wie viel Gewicht die letzten Endes dann auf diese Deckenbalken bringt, wo die Last eigentlich gar nicht hingehört. Und da sollte man schon ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass uns dann nachher der Dachstuhl noch komplett absegelt, bevor wir da richtig anfangen können. Ja? Und dann kriege ich nachher noch Ärger mit dem Bauamt, weil ich da dann schon den Abriss begonnen habe und so. Dann erklärt denen mal, dass nicht ich das war, sondern die Schwerkraft. Ne? Das ist dann auch mal schwierig. Ja, also ich für meinen Teil, ich bin im Übrigen auch ziemlich gespannt, wie das alles so aussehen wird, wenn diese ganze Protonschale da raus ist. Wenn man also wirklich im Haus steht und dann an den Außenwänden nur Fachwerk erkennen kann, da bin ich wirklich mal sehr gespannt drauf und da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf, weil das ist dann so, ich sag mal, mehr oder weniger das Ende des Rückbaus, also noch nicht das Ende, das will ich auf gar keinen Fall sagen, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz großes Stück auf dem Weg, dass der Rückbau sich dem Ende neigt, sagen wir es, formulieren wir es mal so, ja. Wenn dieser ganze Protonscheiß da raus ist und man wieder das originale Fachwerk praktisch hat, richtig eklig wird das, glaube ich, im Treppenhaus werden, aber da die Treppe, hinter der Treppe ist ja auch das ganze Proton da reingebastelt und dafür müssen wir die Treppe abbauen und da sagte der Zimmermeister auch schon, ha, da müssen wir mal gucken, wie das dann nachher aussieht, die Dimension, ob das hinterher noch alles passt und hast du nicht gesehen und überhaupt erstmal, ob wir die da heil überhaupt alles rausbekommen und so. So ganz klein ist das Treppenhaus ja schließlich auch nicht. Also das wird auch noch interessant und dann haben wir noch die andere Giebelwand. Also so ein paar Mal muss ich hier die Makita noch schwingen, bis ich dann wirklich die ganze Protonschale hier raus habe.
Wir können ja mal eine kleine Schätzfrage machen, wie viele Anhänger das wohl noch werden. Also meine Schätzung ist, das, was ich jetzt hier mache, sind mindestens 2 Anhänger voll, also diese Seite jetzt hier. Dann kommt noch ein Anhänger fürs Büro und noch einer. Also ich schätze, 4 Anhänger werden das insgesamt noch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so schätzt, so was ich immer so auf den Anhängern habe. Das war jetzt beim letzten Mal zum Beispiel, waren es wieder knappe 4 Tonnen, die da so drauf gehen. Die Porotonsteine sind ja ein bisschen größer vom Volumen, ein bisschen leichter so. Aber nichtsdestotrotz immer so 3,5 bis 4,5 Tonnen oder so packen wir da schon immer drauf. So, da muss man mal gucken. Aber ich sag mal so jetzt, von meiner Schätzung her sind das hier noch mindestens 4 volle Anhänger mit Porotonsteinen, die hier für diese Schale draufgehen. Aber wir werden es ja mal sehen. Ich bin mal gespannt, wie viel es dann am Ende sind. Müssen wir uns da nur merken, dass wir dann drauf zu laufen kommen. Ja, und eher zum Weglaufen ist auf jeden Fall diese ganze Metallwinkelkunst hier an dem schönen Fachwerk. Ihr kennt das ja schon. Ich kann euch das ja auch mal so ein bisschen im Detail noch zeigen. So, das hier oben hat, finde ich, schon mal relativ gut funktioniert. Jetzt sind natürlich hier so ein paar Stierblüten. Alles hier mit unseren wunderbaren Metallwinkeln angeschraubt, auch da oben. Man darf jetzt nicht vergessen, auf diesem und auch auf den nächsten Hauptbalken, da liegt oben die Gaube drauf. Keine Ahnung, 20 Tonnen oder was die wiegen mag. Die liegt ja hier ungefähr in diesem Bereich, liegt die auf. Und das war der Grund, warum ich hier vorsichtshalber Stützen drunter gestellt habe. Die ist also jetzt wirklich nass, ist da nicht drauf. Die ist also jetzt nicht strammer geworden. Aber es ist ja auch irgendwie klar, das wird nicht durch diesen kleinen Metallwinkel da abgefangen. Ich habe wirklich keine Ahnung, hier auf der Seite auch, warum da zur Hölle, warum die da diese ollen Winkel alle dran geschraubt haben, als ob das irgendwas bringen würde. Auch hier die Querverbindungen, die sind ja, wenn man weiß, wie Fachwerkhäuser aufgebaut sind, die liegen normalerweise ein ganzes Stück tiefer. Die haben sie halt da unten abgesägt. Da sieht man hier auch noch auf der, da sieht man noch die, wenn man es jetzt erkennen kann, die Originalverzapfungen, ne, wo die halt ursprünglich mal waren. Und die haben sie halt abgeschnitten und haben die jetzt hier auf die Höhe dann einfach mit 2 Metallwinkeln angeschraubt. Naja, kann man halt machen, ist dann halt nur Kacke, ne? Wie man immer so schön sagt. Naja, jedenfalls, jetzt habe ich hier oben die Porotonschale weg, jetzt habe ich den Rest, dafür muss ich das Gerüst runterbauen, aber ich mache jetzt erst in die Richtung weiter. Das heißt, da diese komischen Deckendinger, die habe ich da schon alle abgesägt. Die säge ich jetzt hier genauso einmal dran lang, fahre das Gerüst ein Stückchen weiter und dann kann ich hier morgen, da mache ich heute nicht mehr, dann kann ich morgen hier an der Seite weitermachen. Funktioniert ganz gut, ne? Und schauen wir mal, wenn ich dann hier die Höhe erstmal habe, dass ich ein bisschen runtergehen kann, dann wird das Ganze auch einfacher. Es ist auch, man darf nicht, also man sieht ja auch hier den Haufen, ne? Da kommt noch ganz schön was zusammen. Und ich muss jetzt auch gucken, wenn ich jetzt mit dem Gerüst in die Richtung weiterfahre, dann kann ich ja Sachen hier wieder hinschmeißen und so weiter. Da muss man halt gucken, da kommen halt schon so ein paar Steine zusammen. Und wie ich schon sagte, ich will das auch jetzt nicht mehr in die Hand nehmen. Das habe ich jetzt so überlegt, ich werde das jetzt alles hier hinschmeißen. Und wenn ich dann den Teleskoplader habe, so Gott will, dann fahre ich den nur hier vor, schippe hier rein und dann kann ich die ganzen Protonschale da reinwerfen. Das wäre schon ziemlich geil. Dann brauche ich das Zeug nämlich nicht mehr in die Hand nehmen. Das wird legendär, wie man so schön sagt. Dann kann ich nämlich endlich mir mal die Arbeit ein bisschen leichter machen. So, so sieht's aus. Ich würde sagen, hier mache ich erstmal dann morgen weiter oder was und dann geht es in die Richtung weiter. Und dann schauen wir mal, wie viel Schutt da noch so anfällt, wa? Ja, als ich dann am nächsten Tag weitergemacht habe, musste ich natürlich erstmal das Gerüst befreien. Ich wollte jetzt das Gerüst umstellen. Das ging aber nicht, weil da natürlich überall die ganzen Protonsteine drin lagen. So, also erstmal irgendwie alles da auf den Haufen. Meine Hoffnung richtet sich ja immer noch auf den Teleskoplader, den ich ja bald bekomme. Wobei ich da auch, das werde ich am Ende auch nochmal erwähnen, da gibt es eine leichte Verzögerung. Der kommt nicht, also bisher war der Plan, dass der eventuell nächste Woche käme. Aber da gab es eine Verzögerung bei dem Landwirt, von dem ich den kaufe. Der kriegt nämlich seinen neuen nicht. Das dauert ein bisschen länger und dadurch verschiebt sich das alles jetzt ein bisschen. Also muss ich mal gucken, die Porotonschale, die muss ich irgendwie anders da rauszaubern. Lässt sich nicht hindern. Ne? So, hier muss ich noch die Querbalken, ihr seht es da, zack, kurzen Prozess mit der Fuchssäge da, zack, die alten Querbalken da weg. Die sind ja auch immer nur mit irgendwelchen Metallwinkeln da außen festgenagelt. Ihr habt es gesehen, ist echt der Knaller. Hier noch schnell eine Stütze wieder drunter gestellt. Das ist nämlich jetzt auch, hier fängt der Bereich auch mit der Gaube an. Das heißt, hier erwarte ich jetzt schon, dass da irgendwie ein bisschen Last drauf ist, ja, auf den Balken. Also, ich meine, das sind ja schon mächtige Deckenbalken. Die halten ja schon einiges ab und so, ne? Aber es ist wirklich, ich sage ja, es ist immer noch besser, das einmal zu viel abzustützen als zu wenig. Also das Gerüst umgestellt, da weitergemacht und kann ich da für neuen Schutz sorgen an der Stelle.
Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt da einsteige, mache ich erstmal eine kleine Kaffeepause. Ne? Muss ja auch mal sein. Was? 20.000 Abonnenten? Was ist denn da los? Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich bin wieder mal total happy. Ihr habt es wieder geschafft. Ihr habt mich wieder glücklich gemacht. Wir haben diese Woche die 20.000er-Marke durchbrochen. Ja, unfassbar. Es ist noch nicht mal 4 Monate her. Da haben wir uns über 10.000 Abonnenten gefreut und jetzt sind es schon 20. Ja, es ist der blanke Wahnsinn. Ich bin total geflasht, hätte das nie geglaubt. Und da hatten einige schon in die letzten Videos in die Kommentare reingeschrieben, ah, ne, die 20.000er-Marke fällt und so. Das habe ich natürlich kommen sehen, allerdings so nicht ganz geplant. Also es kommt nämlich jetzt in der übernächsten Woche noch ein anderes Jubiläum. Nämlich am 20.05. ist dieser Kanal genau ein Jahr alt. Und ich hatte eigentlich geplant, am 20.05. ein Video zu veröffentlichen, wo wir mal so ein bisschen wieder feiern, wo wir so ein bisschen Revue passieren lassen, was ist jetzt so ein Jahr passiert, ein Jahr der Fachwerker. Ne, weil auch genau am 20.05. da habe ich diesen Kanal hier bei YouTube eröffnet und habe auch gleich das erste Video hochgeladen mit meinem ersten Rundgang hier durchs Haus und so weiter. Noch so total naiv und jung, wie ich damals war, wobei das erst ein Jahr her ist. Also man kann das gar nicht glauben. Also ich selber, wenn ich das Video sehe, kann gar nicht glauben, dass das erst ein Jahr her ist, weil man ist dann wirklich noch so grundnaiv, ist unfassbar, was das so bringen kann. Ja. Nein, und da hatte ich auch geplant, also zu dem Jubiläum praktisch noch ein kleines extra Video zu machen. Dass das natürlich jetzt mit den 20.000 sich auch noch überschneidet, das habe ich jetzt nicht so geplant. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das wieder so vorwärts geht. Aber das machen wir. Ja. Also übernächste Woche ist das dann. Da werde ich noch ein extra Video dazu machen. Ihr könnt ja mal, zwischendurch kamen so ein paar Fragen, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Das Video ist ja dann tendenziell eh so ein bisschen off-topic, ne? Da könnte man ja auch mal wieder so ein paar Fragen, ich will jetzt hier keine Frag- den Fachwerker-Runde machen, aber wer so ein bisschen Fragen hat, ich habe zum Beispiel geplant, in diesem speziellen Video einmal kurz so ein bisschen darüber zu reden, was wir so gemacht haben, wie so die Idee war, wie sich meine Videos oder meine Ideen in den Videos so entwickelt haben, so ein bisschen Revue passieren lassen und so, Best-of oder was, keine Ahnung, muss ich mal gucken. Und ja, eventuell, falls es euch interessiert, könnte man ja mal so darüber sprechen, was für ein Aufwand ist das eigentlich, also jetzt speziell der Videodreh. Ne, viele haben da schon mal so nachgefragt, wie viel Zeit kostet das eigentlich, so ein Video zu drehen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessieren würde. Da könnte man ja, wenn ihr irgendwelche speziellen Fragen habt, also wie gesagt, jetzt so off-topic, jetzt nicht hier zum Haus, zum Bau, sondern tendenziell so über das Ganze drumherum, wie man so einen YouTube-Kanal betreibt. Und ja, ob ich eventuell irgendein Geheimnis hätte oder was, keine Ahnung. Schreibt es mal rein, kann ja mal schauen, wenn da coole Fragen bei sind. Da kann ich das ja in dem entsprechenden Video dann ja auch aufgreifen. Und ja, an der Stelle sage ich einfach nur ein dickes, dickes Dankeschön an alle, die den Kanal abonniert haben. Aber natürlich auch an alle, die den nicht abonniert haben, aber trotzdem meine Videos schauen, Freunde. Absolut super, ich freue mich, es macht mir unglaublich viel Spaß. Ein Jahr ist vergangen und ich würde mal sagen, das war erst der Anfang von vielleicht was ganz Großem. An der Stelle Dankeschön und ja, bleibt dran, wa? Ja, also das sind wirklich schon Wahnsinnszahlen, ne? Also zumindest so aus meiner Sicht. Ne? Irgendwer hatte das, glaube ich, in dem 10.000er-Video, was ich gedreht habe, hatte irgendwer drunter geschrieben, bis Ende des Jahres bist du bei 30.000, da bin ich mir sicher. Ne? Und als ich das gelesen habe, da habe ich echt geschmunzelt. Und habe so gedacht, boah, ja, das wäre schon geil. Und habe aber wirklich geschmunzelt und gesagt, ja komm, jetzt habe ich gerade so die 10.000, jetzt wollen wir mal keinen Höhenflug kriegen, ne? Aber jetzt mittlerweile, wir haben jetzt gerade mal Mai, ne? Mitte Mai oder nee, Anfang Mai ist es ja eigentlich erst. Und wir haben jetzt die 20.000 und wenn das tatsächlich so weitergeht, dann sehe ich das schon ziemlich realistisch. Ne, ich sage mal nur, wenn es so weitergeht und weiter bleibt, dann könnte man das tatsächlich schaffen, ne? Bis zum Ende des Jahres die 30.000 Abonnenten zu knacken. Das wäre natürlich legendär. Naja, aber schauen wir mal, ob uns der YouTube-Algorithmus hier weiterhin bei der Stange hält. Weil es ist auch schon interessant, dass die Gesamtmenge der Abonnenten als Beispiel immer nur 20-25% der Zuschauer ausmacht. Ich weiß nicht genau, ob da YouTube so ein bisschen die Hände im Spiel hat, dass die da so eine Art Bremse einfügen oder keine Ahnung was. Ne? Also, dass die Abonnentenzahl halt steigen muss, damit deine Videos mehr angezeigt werden, damit wieder andere die Videos sehen und wieder andere dann eventuell deine Abonnenten werden. Also irgendwie sowas. Ne? Das hat man ja selber gar nicht in der Hand. Das entscheidet ja praktisch der YouTube-Algorithmus. Und ich finde es halt nur interessant, dass das eine ziemlich konstante Zahl ist. Also seit locker 5.000, also von 5.000 Abonnenten bis heute, also sag mal die letzte
letzten 15.000 Abonnenten hat sich diese Zahl kaum geändert. Ja, also das finde ich schon interessant, dass das eine ziemliche stetige Zahl ist. So, ne? So, also da müssen wir mal gucken. Das zeigt uns aber auch heute noch, dass die Zielgruppe natürlich noch ein ganzes Stück größer ist und das lässt mich positiv in die Zukunft blicken. Das heißt, wenn ich weiterhin mich darum kümmere, vernünftige Videos zu drehen und ja, meine Skills hier so ein bisschen verbessere und so weiter, dann habe ich da ein recht gutes Gefühl bei, dass wir da dieses Jahr auf jeden Fall noch so einiges erreichen können und das bleibt auf jeden Fall spannend, wie ich so schön sage. Ne? Ja, kommen wir nochmal zurück zum Bild. Protonschale ist soweit weg und ich würde sagen, an der Stelle kann ich für heute erstmal Feierabend machen und es kann an anderer Stelle weitergehen. So, dann war ja beim letzten Mal noch die Frage nach der Schadstoffbelastung hier bei meiner Farbe hier vom Fachwerk, die wir ja abgestrahlt haben. Und da habe ich jetzt ein bisschen gegoogelt, ein bisschen im Internet gesurft und bin dann bei der Seite Umweltchecks gelandet. Die haben mir dann hier wunderbar zwei so Materialchecks zugeschickt. Das heißt, ich kann einmal von drinnen und von draußen die Farbe abkratzen. Die machst du dann hier in die Röhrchen, schickst du da wieder hin und dann machen die da eine Laboranalyse von. Da bin ich mal sehr gespannt, was da so bei rauskommt. Also wie gesagt, da wird dann alles mögliche, Holzschutzmittel, PCB und hast du nicht gesehen, wird da getestet und dann sehen wir ja, wie diese Farbe hier so, naja, zusammengesetzt war. Ne? Dann haben die mir noch bereitgestellt einen Raumluftcheck. Da habe ich dann auch mal so überlegt, das ist eigentlich ein relativ cooles Thema, noch für ein eigenes Video, weil letzten Endes so Schadstoffbelastung im Altbau ist natürlich ja, für viele ein interessantes Thema. Und ja, wie gesagt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier habe ich jetzt noch so einen Raumluftcheck, das werde ich mal noch ausprobieren. Da kannst du eben auch noch gucken auf PAK, PCB, Chlorpestizide und was weiß ich nicht alles so dann in Raumluft ist von so alten Hütten. Und ja, auch interessant, das muss ich ja nochmal auspacken, mir nochmal genau angucken. Wie gesagt, das werde ich jetzt mal die Woche mal machen und dann schauen wir mal, was da so bei geht, wa? Ja, und dann war ich in dieser Woche noch im Punkto Arbeitsgeräte unterwegs. Mein eBay-Kleinanzeigen-Suchhund hat wieder zugeschlagen und hat mir diesen wunderbaren selbstgebauten Arbeitskorb hier beschert. Schönes Teil, hat sich einer selber gebastelt. Für mich, also ihr seht es ja, ist aus einer alten Gitterbox praktisch zusammengeschweißt und zusammengeschraubt. Und ja, ziemlich cool und war ein Schnapper, sage ich mal, im Vergleich zu professionellen Arbeitsboxen. So, da bin ich gleich hingefahren und habe das Ding abgeholt. Ne? Ist auch wieder, weiße ich. Ich bin ja auch wirklich ein bisschen bekloppt. Meine Frau hat auch nur mit dem Kopf geschüttelt. Ich habe noch nie mal einen Teleskoplader auf dem Hof stehen und fange schon an, die ganzen Anbaugeräte zu kaufen. Ne? Ach ja, ich gebe es ja zu, das ist schon alles ein bisschen bescheuert. Aber was willst du machen? Ne? Wenn das nun mal ein Schnapper ist, haben ist besser als brauchen, sage ich mal. Und ich habe ja auch eine große Werkstatt. Und wer viel Platz hat und dazu noch Langeweile und einen Anhänger, um Sachen zu transportieren, das ist immer eine ganz gefährliche Mischung, um sich die Scheune vollzustellen. So, hier seht ihr meine neueste Errungenschaft, war wieder ein super Schnapper bei eBay Kleinanzeigen. Ja, eine Gitterbox. Ja, nee, nicht ganz eine Gitterbox, sondern tatsächlich eine Arbeitsbühne, Schrägstrich Arbeitskorb, um in der Höhe zu arbeiten. Und ja, das ist praktisch, wie ihr seht, ist natürlich Eigenbau. Da hat einer einfach eine Gitterbox genommen und hat die ein bisschen umgebaut. Und wie ich finde, ist das ziemlich gut gelungen. Wenn man mal schaut, also jetzt hier Einstieg und so, klar. Hat hier, also hier sind Ketten dran, auch so ein paar Ösen, um das Teil nachher befestigen zu können. Hier eine kleine Erhöhung dran, dass man also auch sicher steht. Der hat da hauptsächlich Bäume mitgeschnitten, das heißt, das hier sind so Halter für Kettensägen. Da kannst du dann die Kettensäge so mit dem Schwert reinstecken. Passt ganz gut, hier noch so ein paar Halter und hier ganz praktisch noch so ein kleines Brettchen. Nicht zum Draufsetzen, ist ein Arbeitskorb, ne? Also nicht zum Sitzen, sondern halt für Material, wenn du so ein bisschen arbeiten musst und so. Ja, und das an für sich ziemlich cool. Wer so Gitterboxen kennt, ist ja Standard Palettenmaß 80 x 1,20 oder was, ne? So, ist eine vernünftige Größe, kannst du gut mit arbeiten. Und wie gesagt, war ein Schnapper, tipptopp. Ne? Wenn ich jetzt den Teleskoplader dann hier früher oder später hier auf den Hof kriege, dann habe ich schon mal eine Arbeitsbühne. Wenn wir hier irgendwie Arbeiten haben in der Höhe, kannst du dann da schon mal mit anfangen. Das ist jetzt keine professionelle Box, das ist mir auch schon klar. Aber eben so echte Körbe, professionelle Körbe, die kosten schon nur so ein kleiner Korb. Liegst du schon schnell bei 600, 800 Euro oder was. Und richtige Arbeitsbühnen, die dann richtig vorne für die Euro-Halterung und so gedacht sind, die liegen dann schon so bei 1500 bis 2000 Euro. Ne? Also da kannst du richtig Geld für ausgeben. Und da stellt sich halt die Frage, wie oft braucht man die hier tatsächlich? Ne? Wenn du die zweimal im Jahr rausholst, um mal so ein bisschen an die Bäume zu schneiden oder jetzt so wie hier am Haus so ein bisschen zangelst, dann brauchst du nicht für 2000 Euro so eine Bühne. Dann reicht so ein Ding erstmal vollkommen aus. Sieht man jetzt im Video nicht, aber hier unten ist auch so eine Schiene dran, dass der halt nicht von der Gabel runterkippen kann. Also rein technisch genau die gleiche Ausstattung wie bei so einem echten Arbeitskorb. Also von daher, ich bin glücklich, ich habe wieder einen Schnapper gemacht. Und ja, die Ausrüstung sammle ich jetzt so langsam zusammen. Das heißt, wenn der Teleskoplader denn irgendwann mal da ist, dann kann das gleich so richtig zur Sache gehen hier.
Ja, Leute, was soll ich sagen? Hier seht ihr das Malheur hinter mir. Der Haufen mit dem Protonenstein, der wird auch wieder immer größer. Und das, obwohl ich noch nicht mal den unteren Teil der Protonenwand abgerissen habe. Also das war ja noch nicht mal die Hälfte jetzt von dem. Ne? Und da kommt ja noch der ganze Rest dazu. Heieiei, das sind also locker, das hatte ich ja auch schon mal so grob geschätzt, also locker schon mal zwei Anhänger voll mit Steinen, die da wieder weg müssen. Aber die Ursprungsidee war ja, dass ich bis dahin, bis das hier raus muss tatsächlich, einen Teleskoplader habe. Dann hier nachher nur noch mit der Schaufel einmal reinfahren. Den ganzen Mist in die Schaufel auf den Anhänger, fire and forget, ja. Das Problem ist jetzt aber, dass sich die Lieferung von dem Teleskoplader leider etwas verzögert. Also ich bin mir einig geworden mit dem Landwirt. Das geht um den roten Massey Ferguson, den ich auch im letzten Video schon mal so ein Bild von gezeigt hatte und so. Mit dem hat es jetzt am Ende des Tages geklappt. Und ja, allerdings gibt der den natürlich erst dann ab, wenn er seinen neuen bekommt. Ne? Die tauschen den durch. Und ja, das Problem, ihr könnt es euch vielleicht jetzt schon denken, der neue verzögert sich bei dem und dadurch kann der natürlich jetzt seinen alten nicht an mich abgeben. So, das dauert jetzt eben noch. Auf, naja, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen unbestimmte Zeit. Das hört sich immer so kritisch an, aber letzten Endes, auf jeden Fall wird es nicht nächste Woche werden. Ne? Wenn ich Glück habe, vielleicht ja doch, ne? Muss man denn sehen, wie schnell das Ganze funktioniert. Aber wenn ich Pech habe, kann das eben noch 2-3 Wochen dauern. So lange kann ich natürlich jetzt hier nicht warten. Das auch klar. Von daher muss ich jetzt dann doch nochmal Hand anlegen. Das heißt, ich werde mal demnächst sehen. Ich muss mal gucken, ob ich mit Schubkarre oder Dumper oder was die Klamotten wieder irgendwie auf den Anhänger verfrachte. Wenn es denn das letzte Mal ist, dass ich das von Hand machen muss, naja, dann soll es halt so sein. Lässt sich jetzt ja auch nicht ändern. Kannst du jetzt ja auch nicht rumheulen, was willst du machen. So, naja, ansonsten würde ich mal sehen. Es bleibt wie immer spannend und da würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich setze mich noch hin, trinke noch einen Kaffee und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn noch was sein sollte, schreibt es in die Kommentare, lasst mir gerne auch einen Like da und ja, wer es noch nicht getan hat, auch gerne ein Abo. Ihr habt es ja gesehen, 20.000 Abonnenten haben wir diese Woche durchbrochen, was auch ziemlich cool ist. Da gibt es noch ein Special-Video zu, aber das soll ja nicht da noch lange nicht das Ende sein. So, von daher, ja, wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.